dann irgendwie einen Rahmen baut, was noch schön ist und nicht einen Turm aus Erde baut, dann wird es schon da irgendwo klappen. Ja. Und dann hat man halt dem Display halt nicht alles gezeigt und dann halt, Überraschung, da steht ein Gebäude, was hat denn der Kuro da Schönes gebaut? Hätte man halt privat irgendwie mehr Zeit. Man muss es jetzt zwar nicht aufnehmen, wäre halt so eine Idee gewesen. Da könnte man auch sagen, ja, ich glaube mir jetzt die Pokéball, was halt langweilig ist, mache ich halt so nebenbei mal. Und ja. Könnte man auf jeden Fall mal austesten, denke ich. Ja. Wäre halt mal so eine Testwoche. Vielleicht mache ich dann auch so einmal so. Ja, ich glaube für Pokéball. Na, das wäre jetzt halt so der Vorschlag. Weil ich finde persönlich, sollten. Nein, jetzt habe ich die Fackel runter! Nein, jetzt bin ich nicht runter! Sollten wir da echt mal drüber nachdenken, dass wir da ein bisschen was ändern. Weil langsam wird es meiner Meinung nach auch ein bisschen langweilig, das Projekt. So nach fast 300, 400 Folgen. Wir kommen ja auch nicht zum Turnier, weil wenn irgendwas anders zu machen ist. Ja. Dadurch halt, dass Training ja auch immer nur am Wochenende hier stattfindet und sowas. Richtig. Und dass man sich dann halt vielleicht ab und an sonntags nochmal trifft. Vielleicht für eine Folge oder so, oder keine Ahnung. Oder eine Stunde so. Weil oder eine Stunde. Ja. Dann kann man ja auch zum Beispiel eine Stunde Folge raushauen. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Man kann sich ja dann immer noch unter der Woche so zu zweit oder so treffen. Da diese Pläne schmieden. Ne. Also ich will hoffen, dass keiner dann auf die Idee kommt, irgendwie D&D-Fallen zu bauen oder so. Ne Mammut. Ich denke mal, eine kleine TNT-Falle lasse ich mal einfallen. Aber nicht größer als ein TNT-Block. Ich denke mal, das ist dann auch noch verkraftbar. Aber dann wenn auch nur an Stellen, wo nicht irgendwie Kisten mit in Leidenschaft gezogen werden und so weiter, weil das wäre richtig scheiße. Wie bei Hamster. Hamster? Ja, was? Oh no. Nein, meine Kisten wollen ja gar nicht mit Leidenschaft gezogen. Da stehen einfach nur ganz tonnenweise Schilder. Übrigens, Schilder habe ich alle weggemacht. Ja, weil ich finde, da sollten wir echt vielleicht mal so einen kleinen Strukturwandel durchleben. Das wäre vielleicht angebracht und das Beste. Anlassen und dann mal schauen, was passiert. Wie viele Folgen haben wir jetzt? Wir haben jetzt gerade irgendwas mit 90 Folgen von Pixelmon Reloaded, ja? Mhm. Runden wir jetzt einfach mal auf 100 auf, plus die 280, dann sind wir schon fast bei 400 Folgen. Und das, ja, da muss mal wieder ein bisschen Bewegung reinkommen. Ja, das stimmt. Vielleicht auch, ich weiß nicht, naja, wobei ich würde gerne Pixelmon eigentlich so an für sich weiter beibehalten, der Mod. Mir kam jetzt gerade halt nur in den Sinn noch vielleicht, dass wir dann irgendwie einen anderen Mod aufspielen oder so. Ja, wie wär's, wenn wir einfach einen Mod beifügen? Oder ein Beifügen? Ja gut, beifügen. Hm. Weiß ja nicht. Hol die Abwechslung. Weil mittlerweile ist es wirklich so, dass ich zum Beispiel, ich mach zwar was mit dem Pixelmon und so weiter, aber ich mach mehr Minecraft-mäßig. Also Standard Vanilla, weißt du? Weil da einfach nur dieser. Ja, weil mir fehlt momentan einfach dieser Ansporn zum Trainieren etc. Ja. Hallo Kuro! Hallo. Läuft mir im Weg. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Weil wir jetzt schon so ewig kein Turnier gemacht haben und bla. Wie man das jetzt großartig noch ändern könnte, sollte, müsste, was auch immer. Nee, deswegen sag ich ja, sollten wir uns am besten mal Gedanken darüber machen, alle zusammen. Und vielleicht das mal so ausprobieren, wie Kuro das vorgeschlagen hat, weil das finde ich nämlich ist eine relativ gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Hab ich mal. Man wäre dann zumindest meistens nicht mehr so, sag ich mal, gezwungen, jetzt den Sonntagabend mal freizuhalten. Richtig. Ja. Wobei, wir könnten das ja dann zum Beispiel so machen, vielleicht alle zwei Wochen Sonntag mal eine Folge aufnehmen oder alle drei oder alle jeden Monat einmal. Oder man trifft sich tatsächlich hier sonntags und nimmt da halt nur. Also eine Folge eine auf. Stunde auf oder so. Ja. So also, wie ich das halt mache, immer so gezielt, weil ich sogar jetzt kämpfst du gegen mich und dann verabredet man das halt irgendwo. Ja, zum Beispiel schreibe ich dir dann Mammut von wegen, ja, wie ist es, bist du gerade in der Aufnahme, wenn ja, machst du nachher noch Pixelmon, lass uns mal ein Kämpfchen machen oder sowas. Ja, richtig. Und dass man halt zwischendurch so wirklich halt sich mal wieder so trifft, so einmal im Monat oder so, sag ich mal. Und alle zusammen halt dann die ganze Truppe dann beisammen hat oder sowas.
Ja. Das klingt gut. Weil, so wie jetzt gerade, ich war jetzt gerade auf Hüllentour, jetzt sehe ich gerade zum Beispiel, Kuro baut jetzt gerade hier Glasdächer über die Weizensachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann, wenn Kuro das jetzt zum Beispiel gestern gemacht hätte, hätte ich wenigstens gesagt, ah, cool, guck mal, was hat denn hier, wer hat das denn gebaut? Ah, okay, cool, so und so ist das jetzt hier und ach, da hat Mammut wieder was Neues hingebaut und da Kuro und so, dass man immer noch so ein bisschen... Ein TNT-Block aus TNT. so dass man halt immer noch so ein bisschen Pfiff drinne hat, so dieses, ja, immer dieses Neue, weißt du, dieses Erfrischende. Das fehlt nämlich momentan. Dieses ständige Neue entdecken. Jetzt. Die Zuschauer können ja auch mal ihre... Zuschauer meinen. Genau. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt das so. Schreibt den Brief. Genau. An das Postfach 2012 Berlin. Nein, nicht Berlin. Berlin? Weiß ich nicht. Was hat denn Berlin? Hey. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, dass wir zumindest noch bis einschließlich Folge 100 das hier so beibehalten. Ja, das. Ich würde sagen, wir machen das jetzt vielleicht noch mal nächste Woche so. Übernächste Woche nochmal so, und dann haben wir ja schon die Kommentare, die ersten. Die ersten paar tausend. Ja, schön wär's. Nein, aber wenn wir dann die ersten Kommentare so ein bisschen abwiegen können, dann haben wir ja schon so fast Folge 100. Mhm. Beziehungsweise dann haben wir ja schon fast etwas über 100. 110 vielleicht so. Ja. Da würde ich jetzt mal so drauf tendieren, so auf den ersten vielleicht anpeilen, vielleicht auch nochmal die Woche danach. Weil dann haben wir immer noch diese Luft zwischen den ganzen einzelnen Kommentaren. Man kann ja dennoch den Server hier in der Zeit schon mal unten lassen und dann, wie gesagt, halt die nächsten zwei Wochen sich dennoch so treffen, halt wie bisher. Ja. Halt, um dann halt die Kommentare abzuwarten und so weiter und so fort. Und ja, dann gucken wir mal. Und ich würde sagen, aber trotzdem nur eine Folge am Tag, weil sonst ist es ein bisschen blöd, ja, mit der Nummerierung. Haben wir ja heute schon wieder gemerkt, ne? Das ist da eben. Ich nicht auf die Idee, hier so viel zu produzieren, dass man zwei Folgen macht. Nee, weil das wäre. Schon häufiger danach gefragt wurde, ob ich nicht zwei Folgen machen könnte, aber. Nee. Das ja, wobei, du könntest doch eine halbe Stunde Folge da machen. Nee. Auch nicht. Oder du machst einfach. Achso, okay, kriegst du nicht hin. 10 Stunden Folge. Dadurch durch meine Arbeit und durch meine sekundäre Arbeit und dann halt noch. Oder man macht das. Ja, gut. YouTube-Dings. Ja, gut, das habe ich ja auch alles noch dabei. Ja. Oder wir machen das dann halt so, dass wir dann die Sonntagsaufnahme halt, wie gesagt, so eine halbe Stunde, Stunde machen und die dann vielleicht als so kleines Leckerbissen raushauen, sag ich mal, so eine Stunde oder so. Oder halt, könnte man, Server Down Show! Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Server Down Show, meine lieben Freunde, jawohl, ja. Jetzt würde uns genau die Viertelstunde fehlen. Ah, der Mammut ist schon bestimmt dran. Der Mammut macht das gut. Aber ich nehme das jetzt weiter auf, weil... Ne? Kennst du ja. Ja, auch das. Mammut, nimmst du das auch noch weiter auf? Ausnahmsweise. Okay, weil dann können wir nämlich jetzt die Diskussion weiterführen. Bin ich im Hintergrund sogar komischen Geräusche denn? Das bin ich nicht... Das ist Slender mal wieder. Ja, dass wir vielleicht eventuell dann die Sonntagsaufnahme eine Stunde machen und jeweils dann in einer halben Stunde Part oder so. Dann würdest du es auch hinkriegen. Ja. Wäre jetzt nur ein Angebot, also musst du ja selbst entscheiden. Also ich würde es dann trotzdem in 15 Minuten machen. Ja, würdest du? Ja gut, okay. Ja, weil ich merke das ja an den Zuschauern, die wollen halt nicht unbedingt lange, lange Folgen. Ja, bei mir wiederum ist es so, dass sich das jetzt so eingebürgert hat. Oh, warum machst du nur so 15 Minuten? Mach doch mal 20. Ja, jetzt mach ich immer so ein Variabel. Halt nur mal meine Statistik sagt, definitiv nicht unbedingt länger als 15 Minuten. Jo. Ja, ich mach das. Bestimmte Videos. Ich mach das jetzt halt so ein bisschen nach Gefühl, sag ich mal. Ich variiere da immer so ein bisschen zwischen 15 Minuten, 20 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde. Je nachdem, immer so nach Gefühl. So zum Beispiel das alte Epic-Projekt, da war zum Beispiel eine Folge letztens 16 Minuten und eine andere Folge ist jetzt 21 Minuten, weißt du? Mhm. Gut, da machen wir das ja auch ein bisschen anders. Wir moderieren da ja auch immer jede Folge an und ab. Ja.
Also jetzt mal meine Meinung. Ganz ehrlich, ich würde sagen, die Idee von Kuru ist auf jeden Fall gut, aber ich würde auch irgendwie noch einen anderen Mod mit reinbringen, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch mittlerweile einfach nicht mehr so viel Spaß an Pixelmon. Und ich glaube, würde ich einfach eine Zeit lang mal nichts mit Pixelmon machen, sondern mit einem anderen Mod, dann hätte ich auch wieder Spaß nach einer Zeit an Pixelmon. Ja, die Frage darum, da ist ja auch wiederum, ist der Mod mit irgendwas anderem kompatibel oder nicht? Kompatibel? Ja, inwieweit ist es sinnvoll? Wenn du jetzt hier eine Raumfahrt-Mod mit einbindest oder sowas, wo ist da bitte schon noch Sinn? Mond-Pokémon. Ja, Pipis. Bioxys-Event. Na, wenn du auf einmal auf die Idee kommst, hier Meteorregen und Dämoneneinschlag und sowas. Was man aber mit einbinden könnte, wären zum Beispiel Technik-Sachen, weil mittlerweile ist ja Pokémon auch sehr technisch versiert. Eben. Weiß ich nicht. Ja, ist halt die Frage, inwieweit ist das kompatibel? Richtig, oder das ist ja natürlich das größte Problem. Oder so Zaubermods zum Beispiel würde auch noch mit reinpassen. Okay. Ich würde eher sagen, mach ein anderes Minecraft, ich würde eher, weil es ist eben der Pokémon getrimmt, aber ich weiß nicht, ob der wirklich Mods dazu. Was ist denn Thaumcraft? Das ist ein, Thaumcraft ist sowas, wie... Oh, verdammt. Nee, Thaumcraft ist mit diesen kleinen Golems, die dir zum Beispiel Kisten sortieren, Ach so, das da. Ach so. Mit verschiedenen Büchern, Zauberstäben und sowas. Nee. Außerdem finde ich, da könnten wir dann zum Beispiel das auch so angehen, sag ich jetzt mal, die ganze Chose, wenn wir halt so das für Trend aufnehmen und so weiter, dass zum Beispiel wir halt uns eine Stadt bauen, weil dann nimmt ja eh jeder für sich auf, unter Umständen. Ja. Und dann könnten wir da richtig eine kleine Stadt bauen, weißt du? Ohne dass jetzt, dass wir halt so oder so was für uns machen. Also, vorher war das ja wirklich so, wir haben ja was für uns gemacht. Ne, ich sage das noch nicht wieder da. Nein, nee. Nicht. Träumt einfach nur. Träumt. Wir waren da. Kommt vor. Naja. Fazit ist, wir brauchen mehr Paprika, so als Würze. Ja. Paprika. Ja. Wir brauchen einen gewissen Pfiff da drin. Dann bräuchten wir Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und fertig ist die Suppe. Und genau das ist nämlich das Problem, was ich jetzt auch schon die letzten Aufnahmesessions mitgekriegt habe. Jetzt ist er wieder da. Dass einfach die Würze fehlt. Oder? Ja, dass die Würze fehlt. Ich meine, das ist ja jetzt schon schön und gut, dass... Und das ist ein Vorteil, dass ich nicht so oft mit euch rumhängen muss. Weiß man ja. Weiß man ja, genau. Und vor allen Dingen jetzt in den letzten Aufnahmen hatte ich auch irgendwie einfach keinen Bock mehr, weil das ist schon das vierte Mal, dass ich eigentlich mein Zeug neu besorgen muss. Und ja, davon jetzt mal ab. Nee. Das liegt ja jetzt wirklich nur an Nitrado jetzt diesmal. Ich hatte ja dein ganzes Zeug aufgesammelt und wollte es dir eigentlich in diesmal geben. Ja, das war mein Plan. Weil so könnte man nämlich zum Beispiel sagen auch, wir terraformen uns hier was platt. Vielleicht in einer der nächsten Aufnahmen oder so. Zusätzlich zu diesem Plateau, was wir ja hier schon haben, wo jetzt das Haus von Stolle, was ja unser komplettes Haus ist, da steht. Und da bauen wir dann zum Beispiel jeder für sich ein Haus noch hin, weil das merkt man ja sowieso dann nicht. Weil vorher war das ja ein bisschen anders, da sind wir ja in der Gruppe gewesen und jeder hat sein Ding gemacht. Und das ist ja natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen damals. Aber jetzt wiederum wäre das dann halt egal, wenn wir halt einzelne Aufnahmen machen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ich verstehe das. Weil dann könnte man nämlich ein schönes Dorf drumherum bauen und pipapo und